Und vor allem Gabriel Jesus haben wir schon gesehen, Topstar für über 50 Millionen, 52 angeblich Ablöse. Was für Zahlen, ne? Ja, dafür kriegen wir den ganzen ersten FC Nürnberg. Ja, der sitzt zunächst einmal heute auf der Bank. Sie sehen das Symbol der Gunners, die Kanone. Und Schiedsrichter gespannt um Michael Bacher, der heute die Partie hier leiten wird. Und das ist sie, die vermutliche Startaufstellung auch nächste Woche des 1. FC Nürnberg, die beim FC St. Pauli die Saison beginnen werden. Ein letzter Test. Heute heißt es, glaube ich, genau die richtige Wahl. Ja, und Valentini droht eben in erster Linie die Bank, weil Gemera geholt worden ist. Und jetzt schauen wir mal auf die Aufstellung des 1. FC Nürnberg. Ja, ich glaube, da kann man ganz klar sagen, diese Mannschaft ist eingespielt. Im Grunde genommen spielen 8 der Vorsaison absolute Stammspieler. Dazugekommen sind jetzt Duff Werner, Duha, die beiden Stürmer, die auch dem 1. FC Nürnberg sehr viel Geld gekostet haben. Das sind die Königstransfers. Da erhofft man sich natürlich mehr Durchschlagskraft. Und Gemera überersetzt, wie gerade schon gesprochen, dann Valentini auf der rechten Seite und ansonsten eingespielt und hervorragend. Das sind die Jungs, die zunächst einmal auf der Bank sitzen werden. Ja, viele gute junge Spieler sind geholt worden. Ich denke, da lässt sich drauf aufbauen. Und Arsenal? Ja, ich glaube, da muss man nichts zu sagen. Ich glaube, da haben alle einen guten Namen. Es sind ein paar Junge dabei. Es ist auch ein junger Deutsch-Engländer dabei mit Walters. 17 Jahre erst alt, hervorragend, dass so einer auch zum Zuge kommt. Guck dir mal die Ersatzbank an, also sensationell, ne? Gabriel Jesus unter anderem, Marquinhos auch geholt worden. Also, wir werden auf die Einzelnen natürlich später eingehen. Ich denke mal, Gabriel Jesus werden wir im Laufe des Spiels noch sehen. Freuen wir uns jetzt einmal auf eine tolle Partie. Die Gunners mit dem Anstoß in den Traditionsfarben, die Nürnberg. Sodass er ein bisschen mehr durchstarten kann. Müller-Deli und da ist er! Fast das 1:0 durch da Ferner. Klasse Flanke von Müller-Deli. Ja, Reiss Nelson kennen wir aus der Bundesliga, den Mann mit der 24. Hoppla, das war ein Schussversuch von Tierney. Da schauen wir erstmal auf diese Szene und die Gelegenheit von Dua, dem Sturmpartner von da Ferner. Also der Anfang für Nürnberg. Ja, man sieht auch jetzt sofort, dass man versucht, wirklich in die Box zu spielen. Johannes Geis, der Mann der Freistöße. Standards haben sie sehr viel geübt in den letzten Wochen. Der Ex-Hamburger. Ja, das darf nicht so passieren. Und Geis macht das Ding mit Hilfe der Querlatte. 1:0, 24. Spielminute. Der 1. FC Nürnberg belohnt sich für bislang saubere, absolut saubere erste Hälfte, die sie hier darbieten. Richtig stark gemacht, Martin. Ja, aber jetzt sieht man auch, sie erkämpfen den Ball sofort wieder, sind aggressiv in der gegnerischen Hälfte. Und ja, okay, dann ein wunderbarer Pass. Gute Kommunikation zwischen den beiden Spielern, der lässt ihn durch. Und dann Geis hat einen guten Fuß. Da macht er eine Reihe von 16 Metern. Ich glaube, das ist auch verdient. Ja, Lino Tempelmann so ein bisschen freigelassen. Da waren sie zu nachlässig, die Londoner. Schon häufiger tolle Spiele geliefert gegen Bayern. Vor 2 Jahren 5:2 gewonnen gegen PSG. Und jetzt 1:1. Da war es damals. Und jetzt die Chance zum 2:0. Freunde, was ist denn hier los? Der 1. FC Nürnberg bärenstark. Nach knapp 29 Minuten steht es 2:0 für die Klubberer. Und der Neuzugang, auf den sie so viel Hoffnung setzen, hat getroffen. Quadwo Dua. Schlechte Zuordnung bei Arsenal und dann lassen sie ihn ziehen und der Schuss optimal. Ja, wunderbar, aber wieder an der Mittellinie aggressiv attackiert. Glücklicher Pass natürlich dann zu Doha, aber das ist eine Chance und er macht eine und das ist so entscheidend. Man darf nicht mehr viele Chancen. Bellerin und ja, die erste
halbwegs gute Möglichkeit für den FC Arsenal, die bislang in der Offensive großen Erwartungen in diese neue Saison starten. Die haben das meiste Geld ausgegeben. Und ich glaube, Gabriel Jesus, wenn ich das richtig erkenne, ist dann auf dem Platz. Ist also tatsächlich eingewechselt worden. Wir sehen hier im Sturmzentrum mit der 9. Also Gabriel Jesus eingewechselt. Trainer doch nicht ganz so gut gefallen. Ui. Und da ist Gabriel Jesus und da ist das Tor. 1 Minute und 27 Sekunden hat er bei seinem Debüt gebraucht, um zu treffen. Der Neuzugang von Manchester City. Besser geht's nicht für ihn. Das war leider zu einfach. Das war zweimal ein Doppelpass, wenn man das jetzt sieht. Und dann noch kurze Eck, Martinia. Na, das ist zu kurze Entfernung. Also da würde ich jetzt den Torwart mal raus. Müller-Delitz auf der Ferner. Hat jetzt Platz. Cedric Soares kam da nachgeeilt und nächste gute Gelegenheit von Dua. Zeigt da hinten schon an, ich will den Ball haben. Jetzt haben Sie es gesehen. Haben Sie mal die Augen ganz hinten. Da zeigt er wieder mit dem Arm. Ich will ihn haben. Und dann die Direktabnahme. Wenn er den noch ein bisschen besser trifft. Ja, aber das gefällt mir. Die beiden Stürmer suchen sich das Ganze. Und das darf nicht passieren. Das ist natürlich, ist der Jesus natürlich Weltklasse. Oh oh, oh oh. Ja, jetzt ist aber hier Beschäftigung. Also das Spiel im ersten Durchgang war relativ einseitig. Oh, mein lieber Scholli. Ja, da küsst er erstmal Nürnberger Boden. Ja, und man konnte es schon fast sehen. Die Passstärke, die Passdominanz bei Arsenal wurde immer besser, immer sicherer. Ja, also war natürlich ein Strich und für Keeper gar nichts zu machen. Oh, jetzt schwimmen sie aber da hinten, die Nürnberger. Martinia. Und jetzt spielen sie auch tolle Pässe, das auch. Da darf er einfach alleine nicht in der Box sein und abschließen können. Das ist grob fahrlässig vom Club. Passen, dass sie nicht das dritte kassieren. Und der Ball war drin. Wow. Ja, Ball war hinter der Linie. Innerhalb von 12 Minuten ein 0:2 zu einem 3:2 mal zack, zack, zack umgewandelt. Ja, aber wenn man jetzt die Passdynamik sieht, das geht ruckzuck 1, 2, 3, fertig. Sicherheit, die ist jetzt ganz wichtig für einen Club, dass man auch mal einen Ball behält und jetzt mal wieder in die gegnerische Hälfte kommt. Na also, geht doch. Da sind sie wieder, die Nürnberger. Und der Schleimer gerade eben eingewechselt, gefühlt 1,5 Minuten, ja? Wenn überhaupt. Erste Ballkontakt, Treffer, perfekter Einstand. 3-4. Torspektakel hier im Max-Morlock-Stadion. Ja, aber man hat gesehen, es war eine gute Ballstaffette von hinten rausgespielt. Und Jamera dann mit der Flanke, ja? Ja, und dann wieder wirklich zielstrebig nach vorne. Ein Abpraller, wunderbar nachgesetzt. Und da Ferner hat die Vorarbeit geliefert. Hat er gesehen. Ja. Das war mit Absicht. Auch schön im Ball drin gehalten im Spiel von Wickesser. Auch für ihn ein Lob. Also war eine tolle Kombination. Jamera, Wickesser und dann natürlich auch der Ball, der dann von der Ferner zu Schleimer gespielt worden war. Boah. Also das ist einfach Weltklasse, ne? Das, wie er dann einfach den Innenfuß hinhält, das ist einfach, deswegen spielt er in der brasilianischen Nationalmannschaft und deswegen
kostet er 52 Millionen Ablöse. Das ist schon Weltklasse, aber wieder lässt der Club 20 Meter vom Tor 4 Pässe zu, die einfach hin und her gespielt werden. Und es kann ganz in Ruhe geflankt werden. Und was dann im 16er passiert, okay, das ist Ausnahmefußballer. Ja, und da hatte hier Handwerker ein bisschen das Nachsehen. Nicht aggressiv genug. Auch Sörensen mitbeteiligt. Aber einfach mal das Innenfüßchen hingestellt. Mit Auge. Gabriel Jesus, tolles Debüt für ihn. Hat ja sofort in der zweiten Minute der zweiten Hälfte das erste Tor erzielt. Hat ja quasi noch ein halbes Tor erzielt, was ihm abgenommen wurde durch das Eigentor.